wie Freiwein Freiburg. Wenn man eine politische Bewegung einordnen will, dann kann man sich aus meiner Sicht an vier Dingen orientieren. Man kann gucken, was machen deren Vertreter für Aussagen, was haben sie für Symbole, die sie zeigen und selber wählen, wer sind die Menschen, die handeln, wer sind die Menschen, die mitlaufen und wer sind die Menschen und Gruppen, die diese Bewegung gut finden. Und ich glaube, wenn man sich diesen vier Punkten intellektuell nähert und betrachtet, dann kann man das eigentlich sehr sinnvoll für sich und für andere einordnen. Zu Beginn der Corona-Maßnahmen waren hier auf diesem Platz häufig sehr viele Menschen, die persönlich direkt und wirtschaftlich betroffen waren. Die konnten nicht ihre Freunde besuchen in der Schweiz oder ihre Partner, weil die Grenzen geschlossen waren. Die arbeiteten in Hotels, die geschlossen waren und hatten einfach Angst um ihre Zukunft. Hier auf diesem Platz sammelten sich zu Beginn eher esoterisch alternativ angehauchte Menschen. Häufig auf der Heilpraktikerszene oder auf dem Umfeld von Waldorfschulen. Das erkannte man am Aussehen, an den Aussagen und so weiter. Schon im März 2020 auf den Demos ging hier übrigens auch ein Schild rum, auf dem drauf stand impffrei. Also zu einer Zeit, als noch gar nicht klar war, ob es überhaupt eine Impfung geben kann, wie die funktioniert, ob die verfügbar ist und so weiter. Auf dem Münsterplatz gab es eine rechtere Gruppierung, die relativ deutlich nicht nur gegen Corona-Maßnahmen, sondern ganz deutlich auch gegen den Staat wetterte. Nach einigen Monaten haben beide Gruppierungen fusioniert und die Menschen aus der rechten Gruppierung haben sogar sozusagen die Organisation übernommen. Und eine der stabilsten Aktionsformen in Freiburg war immer der Autokorso. Jetzt ist der Anmelder des Autokorsos, die sind zurzeit nicht so wichtig, die haben glaube ich nur 10 bis 20 Autos, die da jeden Dienstag rumfahren und immer wechseln in einen anderen Stadtteil beglücken. Man kriegt noch gar nicht genau mit, was die wollen, weil die sind zu schnell und die Durchsagen sind schwer verständlich und so weiter. Ich hatte schon deutlich mehr, aber naja. Also einer der Organisatoren dieses Autokorsos ist ein Herr, der seit, ich sage jetzt keinen Namen, ja, weil ich will nicht, dass deren Namen irgendwie bekannter werden, sondern ist ein Herr, der seit 2015, als es die Flüchtlingskrise kam, schon flüchtlingshetzende Dinge auf Facebook gestellt hat und gleichzeitig ein Unternehmen besitzt, das so Schwurbelprodukte verkauft. Wenn man da auf die Webseite geht, dann ist da irgendwie so Sachen gegen 5G-Strahlung und irgendwelche Wellen und so weiter, die er da drauf hat. Das ist eine schöne Mischung und zeigt eigentlich, wie diese Gruppierung so verortet ist. Aber schon damals bei den Protesten, zum Beispiel auf dem Münsterplatz, konnte man Menschen sehen, die eine Maske anhatten, die aus rotem Stoff genäht war, mit einem weißen Kreis in der Mitte und dann einem schwarzen Coronavirus. Symbolische Ähnlichkeiten mit einer Hakenkreuzfahne waren rein zufällig und wahrscheinlich völlig unbeabsichtigt. Der Herr, der diese Maske trug, der läuft übrigens heute immer noch auf den Demonstrationen rum. Die Maske hat er nicht so häufig an. Man erkannte aber auch auf diesen Demonstrationen, auf diesen Kundgebungen, Menschen mit eindeutigen Band-T-Shirts, Menschen mit eindeutigen Haarschnitten, Menschen, die irgendwelche UN-Sachen gesagt haben. Und das störte mich, das fanden viele auch ganz toll. Und da war jetzt eigentlich gar kein Applaus eingeplant, ich wusste, der Umblätter. All das störte die mitlaufenden anthroposophischen Ärzte, Saunaclubbetreiber oder Hippie-Esken-N50er mit Pferdeschwanz nicht. Es störte sie auch nicht, als Menschen rundliegend impfen nach Freischildern im Design des Eingangstors eines KZs rumtragen. Glücklicherweise hat das inzwischen wenigstens zu Verurteilungen geführt. Und es störte sie auch nicht, als am Rande der Demonstration ganz zufällig immer beteuert wurde, jemand einen Hintergrund machte. Und die Person, die wurde dann auch von der Polizei festgenommen, weil das doch recht offensichtlich war. Und das Orga-Team ging dann rum und suchte nach Zeugen, die gesehen haben, dass das kein Hitlergruß gewesen sei. Jetzt gab es vor 2 Wochen wieder einen Hitlergruß, da kam dann aus Reihen des Orga-Teams das Bild, das sei doch etwas verwirrend, das sei eigentlich ein älterer Herr, der nur winken würde. Und gerade ältere Menschen könnten ja ihre Gelenke nicht mehr so gut bewegen, darum würden Winkbewegungen doch recht häufig aussehen wie ein Hitlergruß, gerade wenn entstellende Antifa-Fotografen diese Bilder machen würden. Dummerweise konnten wir, gibt es zahlreiche Zeugen, die das etwas anders sehen. So, in den letzten Monaten haben sich dann allerdings die rechtsextremen und antisemitischen Symboliken deutlich verschärft. So gab es einen gelben Stern im Design des Judensterns aus dem NS, eine Fahne mit einer Wolfsangel. Die Wolfsangel ist ein Symbol, das ist in bestimmten Fällen
Recht und wurde auch damals vom Nationalsozialismus und von anderen rechtsextremen Gruppen verwendet. Es gab dann Schilder, die darauf hinwiesen, dass die Impfungen nach dem Nürnberger Kodex verboten seien. Und die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was ist der Nürnberger Kodex irgendwie. Und dann googelt man sich das zusammen und sagt, naja, im Nürnberger Kodex hat man eine ethische Richtlinie festgelegt, wie das denn nun sein soll mit Menschenversuchen in der Medizin. Ja, auf der einen Seite muss man ja, wenn man ein Medikament ausprobiert, das dann auch irgendwann mal Menschen testen. Und auf der anderen Seite muss man halt gucken, dass wenn es solche Versuche gibt, dass die ethisch korrekt ablaufen. Also zum Beispiel, dass die Leute wissen, was sie da machen und um die Gefahren wissen. Jetzt ist es aber so, die Corona-Impfstoffe, da sind die Menschenversuche alle schon abgeschlossen. Denn man hat zugelassen und man hat in Zulassungsstudien, in denen haufenweise Freiwillige unterwegs waren, gemerkt, die bringen was und die helfen einem gegen Corona. Kriegen also eine Verbindung zum Nürnberger Kodex aufzubauen, das ist dann halt nicht nur perfide, sondern eben auch wieder ein weiterer Punkt der NS-Verharmlosung.